Ja, es ist leider schlimmer als gedacht mit dem Mikroplastik, denn es wurde eine neue Form des Mikroplastiks gefunden, doch wurde darüber nicht wirklich berichtet, die leider noch verheerender ist und die ich gleich vorstellen werde. Ebenfalls werde ich euch die größten Quellen zeigen, wo es denn vorkommt, in einer interessanten Studie und das Wichtigste im Laufe des Videos zeige ich euch, was noch keiner gezeigt hat, ja, nämlich ein Stoff, der Mikroplastik im Magen-Darm bindet, ja. Mikroskopische Aufnahmen zeige ich euch ebenfalls, super spannend. Lasst noch schnell eine positive Bewertung da für meine Mühe, das freut mich immer sehr und los geht's. Als Mikroplastik bezeichnet man winzige Kunststoffteilchen, die kleiner sind als 5 mm und aus unterschiedlichen Kunststoffarten bestehen können, beispielsweise Polyethylen, Polypropylen und Polyamid und so weiter. Problematisch ist es, dass sich jedes Plastik extrem langsam abbaut. Circa 450 Jahre dauert es. Bis dahin spalten sich aber noch kleinere Teilchen ab, die noch kleiner sind als das sich zersetzende große Teil. Es gab eine brandaktuelle Studie in Menschen mit dem Titel Unterschätzte aktivitätsbezogene Mikroplastikaufnahme. Was bisher noch nicht gewusst wurde, dass sich das Mikroplastik mit den Darmbakterien, genau genommen dem Mikrobiom, verbindet. So sieht der Plastikpartikel im Original aus, relativ glatt. So sieht der Plastikpartikel aus, wenn es mit der Mundflora in Verbindung kommt. Und so sieht er aus, wenn er im Magen aufschlägt. Und im Dünndarm ist er dann noch kaum zu erkennen und im Dickdarm, wo es um Fermentation geht, ist er quasi nicht mehr zu erkennen. Ja, ein Teil des Mikrobioms ist er dann in dem Fall geworden. Dazu schreiben die Wissenschaftler wie folgt. In dieser Studie wurde zum ersten Mal die gastrointestinale Verdauung und die Fermentierung im Dickdarm von millimetrischen und mikrometrischen Plastik untersucht. Während der gastrointestinalen Verdauung kam es zur Oberflächenveränderung der Plastikpartikel. Nach der Fermentation im Dickdarm wurden leichte Veränderungen in den mikrobiellen Gemeinschaften des Darms festgestellt, insbesondere bei der Gattung Bifidobacterium, das heißt die Darmflora hat sich verändert, die bei den millimetrischen Plastikpartikeln zunahm. Mikrobielle Biofilme, die sich auf der Oberfläche von Mikroplastik gebildet haben, deuten auf eine Besiedlung der Partikel, das heißt der Plastikpartikel, durch die Darmflora des Dickdarms hin. Um es mal zusammenzufassen, das Plastik wird ein Teil von uns. Da wir sicher keine 450 Jahre alt werden, wird es uns sogar überleben. Doch bei Mikroplastik hört es leider noch nicht auf. In den Mainstream-Medien wird jetzt berichtet, dass zum Beispiel die Plastikkonzentration noch deutlich höher sei als angenommen. Da man Mikroplastik getestet hatte, aber nicht Nanoplastik in dem Maße, daher soll es sogar 100-mal so viel Plastik enthalten, wie bisher angenommen. Das Ganze geht hier um Plastikwasserflaschen, ja, und das Wasser dementsprechend darin. Ein Nanometer ist ein millionstes Teil eines Millimeters oder ja, der milliardenste Teil eines Meters, also wirklich sehr klein. Die volle Studie seht ihr hier. Die Konzentration von Mikroplastik wurde auf etwa 245.000 Partikel pro Liter gefülltes Wasser geschätzt, von denen etwa 90% Nanoplastik sind, das heißt dieses neu entdeckte, ja. Dies ist um Größenordnungen mehr als die zuvor gemeldete Menge an Mikroplastik in abgefülltem Wasser. Eine Neuigkeit. Schaut man sich diese Abbildung mal an, dann sieht man, dass hier farblich abgesetzt die verschiedenen Plastikbestandteile ja, in den Plastikpartikeln quasi hinterlegt sind. Doch dann ganz unten sieht man im grün-gelben hinterlegt, wie hoch der Nanopartikelanteil der Gesamtteilchen doch ist pro Plastikbestandteil. Und das ist schon erschreckend, wenn dieser Teil zuvor nicht wirklich Beachtung bekommen hat. Doch es kommt leider noch schlimmer, denn es gibt einen Unterschied zwischen neuen Plastikpartikeln und alten Plastikpartikeln. Je älter der Plastikpartikel, desto stärker greift er in den Eisenstoffwechsel ein. Wieder eine brandaktuelle Studie aus dem Januar 2024 und ihr seid dabei. Je älter der Plastikartikel, desto rauer ist die Oberfläche und damit kann er auch besser indirekt größer wirken und auch interagieren besser, ja, mit den Leberzellen. Die raue Oberfläche der Plastikpartikel erlaubt es, auch 70 mal mehr mit Eisen zu interagieren. Die Leber ist das größte Eisenspeicherorgan im Menschen. Abnormalitäten in dem Leberstoffwechsel durch Eiseninteraktion mit Mikroplastik könnten laut Hypothese lebertoxisch wirken. Wir sehen hier nochmal den Vergleich. Das alte Mikroplastik ist deutlich potenter als das neue. Was ebenfalls sehr interessant war, dass entgegen der Annahme,
dass Fasten in Anwesenheit von Mikroplastik zu noch mehr oxidativen Stress geführt hat in der Leber. Daher ist doch jetzt zu klären, damit die Leute munter weiter fasten können, wie vermeiden wir am besten dieses Mikroplastik und was tun wir da? Doch leider ist die Frage viel fataler als gedacht. Eine letzte Studie habe ich noch für euch, und zwar geht es dabei um die Quellen von Mikroplastik. Ja, dazu schauen wir uns mal diese Studie hier an. Natürlich wieder brandaktuell und ihr seid wieder dabei. September 23 ist sie veröffentlicht. Man denkt immer, dass China, Indien, USA und so weiter sicher die größten Mikroplastikproduzenten sind, ja, oder? Nein, leider ist Deutschland absolut erschreckend weit vorne. Schauen wir uns mal diese drei Regionen hier an in Deutschland. Bremerhaven, Wasserkuppe und Solingen. Diese konkurrieren sogar mit China, sehen wir hier. Wir sehen ebenfalls, dass sich die Altersgruppen nicht signifikant unterscheiden, bezogen auf die Mikroplastikaufnahme, außer von 5 bis 11 Jahren. Ja. Doch schauen wir uns mal die Orte an, wo Mikroplastik vorkommt. Wir sehen von hinten das Trinkwasser, dann kommt das Speisesalz, wovon Menschen leider viel zu viel konsumieren, und dann kommt Fisch und Meeresfrüchte als Quelle. Doch das Einatmen von Staub und Erde sowie allgemein über die Luft übertrifft bei weitem die anderen Aufnahmewege. Das Ganze kann man natürlich auch nochmal etwas aufsplitten und quantifizieren. Die Industrie mit 1,6%, Verkehr mit 6,6%, darunter fällt vor allem der Reifenabrieb und damit altes Plastik, ja. Landwirtschaft mit knapp 16% und den damit enthaltenen Mikroplastik in der Erde. Aber auch die Natur mit 15%, ja, weil das Mikroplastik sich dort immer weiter ablagert. Doch das meiste Mikroplastik treffen wir natürlich im Haus an, weil dort natürlich auch nicht so gut gelüftet wird. Wir atmen es dort vermehrt ein, ja, über Leitungen, über Mixer, über Kleidung, über Küchengeräte und so weiter. Und doch jetzt kommen wir mal zu alles klärenden Frage, wie werden wir denn dieses Mikroplastik bzw. Nanoplastik wieder los und vor allem aus unserem Magen-Darm-Trakt? Es gibt tatsächlich etwas, was genau das neu entdeckte Nanoplastik binden kann. Es ist die Chlorella-Alge. Jetzt hört euch mal diesen super Titel an. Mechanismus der Hemmung und Entgiftungseffekte der Wechselwirkungen zwischen Nanokunststoffen und der Mikroalge Chlorella. Zunächst möchte ich euch zeigen, dass Nanoplastik ebenfalls das Wachstum der Alge mit steigender Plastikkonzentration hemmt. Übrigens sollte die Alge übrigens Nanoalge jetzt heißen, nicht mehr Mikroalge, weil sie ja Nanoplastik binden kann. Naja. Dann möchte ich euch zeigen, dass die Alge in der Lage ist, einige Antioxidantien in sich zu erhöhen, wenn es auf Nanoplastik trifft. Das macht sie nicht ohne Grund. Das müsste bedeuten, dass Nanoplastik zu Sauerstoffradikalen führt in der Alge. Und diese neutralisiert werden müssen. Gut für uns Menschen, wenn wir diese Alge dementsprechend intus haben im Darm. Denn Mikroplastik haben wir immer dort. So ist es auch, denn MDA und ROS stehen hier für Oxidation an der Alge. CAT und SOD steht für Katalase und Superoxiddismutase, zwei wichtige Antioxidantien in der Alge, aber auch bei uns Menschen im Körper. Und hier sieht man nochmal ganz, ganz klar, dass je mehr Sauerstoffradikale entstanden sind, desto mehr CAT und SOD sind ebenfalls hier entstanden in der Alge. Und das ist eben auch sehr, sehr wichtig für uns Menschen. Doch das Wichtigste, was ich euch zeigen möchte im gesamten Video, das sieht man in diesem Bild, dass Nanoplastikpartikel sich an der Alge anlagern und dadurch können diese ausgeschieden werden aus dem Körper. Das ist einfach bahnbrechend, einfach gigantisch. Der Grund, wieso ich jeden Tag seit neuestem Chlorella nehme, bin ich wirklich sehr dankbar für diese Studie, die ich gefunden habe. Das Gleiche kann auch für Chlorella vulgaris beobachtet werden. Ja, wir sehen hier, Mikroplastik an der Alge ebenfalls haften bleibt. Doch das Wichtigste ist, dass die Alge nicht mit Schwermetallen belastet ist, denn auch das mag sie sehr gerne binden. Wir haben einige Chargen bereits zurückgeschickt müssen vor dem Verkauf, da sie einfach zu belastet waren. Daher testen wir diese Alge immer unabhängig im Labor, bevor sie in den Verkauf geht. Und natürlich verlinke ich euch auch diese Alge, die auf Pestizide, Erreger, Schwermetalle unabhängig Labor getestet wurde, in der aktuellsten Charge, vor allem ganz wichtig, und hochgeladen wurde das Analysezertifikat. Da kann ich nur diese Alge auch empfehlen. Gönnt euch sie mal was und wir sehen uns im nächsten Video.